Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ori and the Will of the Wisps. In der letzten Folge sind wir vor der Wasserbühne stehen geblieben, was unser erster Dungeon sein wird, womit wir hundertprozentig das Wasser clearen, damit das nicht mehr so vergiftet ist. Aber zuallererst möchte ich euch ein paar Tricks vorstellen. Und zwar habe ich rausgefunden, beziehungsweise die Ori Speedrun Community, dass man mit dem Sentinel, den wir ja als allererstes sogar uns geholt haben, komischerweise, mit dem kann man, wenn man den aktiviert, während man einen Upslash macht, also diese nach oben Attacke einfach, wenn man die beiden Fähigkeiten gleichzeitig einsetzt, dann passiert Folgendes, man kann einfach übelst hoch hüpfen, was mega krass ist. Und eine andere Sache ist, wenn man dasht und dann am Ende vom Dash, beziehungsweise kurz nach dem Dash schlägt, dann kann man diese kurze Animation am Ende überbrücken, dass man halt kurz nichts machen kann. Also ihr seht das ja, wenn ich normal dashe, dann brauche ich halt 1, 2, 3 so lange bis hierher. Aber wenn ich währenddessen schlage, dann bin ich halt viel schneller hier. Nur so als Trick, falls ihr das Spiel auch habt und vielleicht ein bisschen, ja, Movement-Sachen haben wollt. Wir gehen auf jeden Fall diesmal jetzt in die Wassermühle. Zwar war die Entfernung gewaltig. Aber... Oh! Umo und Naru wollen jetzt auch mitsuchen. Nee, nur Naru. Umo kümmert sich um zu Hause. Oh, doch nicht. Gehen doch beide mit. Das finde ich gut. Doch die Familie ließ sich nicht trennen. Das ist schön, dass die jetzt mitsuchen. So, in der Wassermühle. Ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Oh. Und überhaupt. Alles klar, erstmal gucken, was wir hier so machen können. Also, guck mal, hier oben kommen wir ja eigentlich gar nicht hin. Wie wäre es denn, wenn wir mal so einen... Oh, so einen Riesensprung ausprobieren? Okay, hier funktioniert das gerade nicht mehr so gut. Die Sache ist, das kostet halt jedes Mal ein Energie. Das heißt, wenn das dann einmal nicht gut funktioniert, haben wir halt keine Energie mehr. Wieso funktioniert das denn hier jetzt nicht mehr so gut? Muss man dafür auf dem geraden Untergrund sein? Ha! Ja, guck mal, geht doch. Oder kommen wir eigentlich hier hoch? Eigentlich hätten wir jetzt rechts lang gehen müssen, um hier hochzukommen. Wollen wir uns trotzdem angucken, was auf der rechten Seite ist? Ja, komm, hier ist ja Moos. Können wir uns daran festhalten? Was hätten wir denn eigentlich machen sollen? Warte mal. Nein, okay, wir machen das ganz normal, Leute. Wir machen hier keine Speedrun-Taktiken. Aha, man soll hier so lang, ja. Und dann einfach nur ein bisschen Rumkletterei, oder was? Oh, okay, man muss hier noch irgendwas kaputt machen, dann dreht sich das alles. Kann ja sein, dass hier noch irgendeine Fähigkeit oder sowas auf uns wartet. Aber das hätten wir jetzt halt alles schon mehr oder weniger überspringen können. Jetzt habe ich halt die ganze Zeit im Hinterkopf, dass ich eigentlich schon links hingehen könnte. Mist. Wo man ja eigentlich noch gar nicht hingehen sollte. Hier kann man wahrscheinlich auch wieder irgendwas frei machen. Ja, dann dreht sich das Ding, damit man da vorankommt. Das ist toll. Ah, ich bin mir ziemlich sicher, wir werden hier noch... Oh. Ich vermute mal, wir kriegen hier diese Fähigkeit, dass man diese blauen Gestrüppe aus der Decke ziehen kann. So, da oben muss das wahrscheinlich auch wieder weg. Weil bisher hat das immer gut funktioniert, wenn man da irgendwas weggemacht hat. Oh, falsche Taste. Falsche Taste, uncool. Oh Gott, das Wasser tötet mich doch. Das finde ich immer noch doof, dass die diese Fähigkeit, dass man sich an irgendwas festhalten kann, auf RB gepackt haben. Okay, dann vermute ich mal, wir müssen erstmal hier hoch. Uppala. Da sind noch ein paar Leben, das surft uns gerade ganz gut. Oh, was bist du denn für ein Viech? Ich will nicht gegen dich kämpfen, to be honest. Nee, warte, ich gehe erstmal links lang. Das ist bestimmt auch irgendwas Interessantes. Nein, da ist überhaupt gar nichts, alles klar. Man könnte jetzt halt so viel krassere Sachen machen mit dieser Fähigkeit, dass man so hoch hüpfen kann. Dass wir das hier alles nicht machen müssten. Aua. Okay, das langt mir. Dafür stirbst du. Okay, wir brauchen hier sowieso noch irgendeinen Schalter, damit das hier aufgeht. Kann man da oben vielleicht irgendwie ran? Vermute... Nee. Oh doch! Ach, das ist der Schalter. Ah, okay. Moment, warte. Das sind doch Laser. Die töten mich locker instant. Okay, soweit so gut. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass das jetzt hier irgendwie... dass man das so machen sollte. Hilfe! Okay, es war nur für so ein Erzteil. Das ist ja schon mal lame. Hier haben wir noch so eine Ranke. Achso, man kommt jetzt einfach von Ranke zu Ranke. Dann kommt man garantiert auch da drüben hin. Okay, alles cool. Wir könnten jetzt natürlich auch da nach oben. Da ist ein Schalter, Leute. Wollen wir einfach mal den Schalter aktivieren? Ja, komm. Komm, wir sind mal nicht so. Eigentlich sollten wir hier auch noch nicht sein. Aber Schalter aktivieren. Wasser fließt ab. Weniger, was uns töten kann. Das ist gut. Da oben ist noch was, wo wir eigentlich noch nicht hingehen sollten. Egal. Woo! Das ist so lächerlich, dass das geht. Das hilft richtig weiter. Achso, guck, hier ist auch wieder so ein Teil zum Ran... Ach, das sind diese Ranzi-Dinger, die habe ich doch auch schon gesehen.
Es gibt nämlich so eine Fähigkeit, dass man so ein Lasso hat und dann kann man sich bestimmt an diese Dinger da, an diese blaue Pflanze da oben ranhängen und dann wäre man halt hier hochgekommen. Dann kriegen wir diese Fähigkeit bestimmt hier irgendwo in diesem Dungeon. Ich hoffe, wir kriegen die auch wirklich noch. Nicht, dass wir die dann irgendwie übersehen. Das wäre nämlich, aua, richtig sad. Da könnte ich halt auch hoch, easy peasy, ohne irgendwas zu machen. Ich könnte hier überall hoch, ich könnte auch da hoch. Aber ich glaube, das Einfachste ist, wenn ich einfach hier hochgehe. Nochmal, hallo. Hä, wieso ist er da nicht oben geblieben? Bleib doch einfach da drauf. Oh Gott, kann man da nicht drauf? Das wäre nicht cool. Wieso ist er denn da gerade durchgefallen? Oh, hier sollten wir halt einfach gar nicht sein. Das ist dumm. Was mache ich hier? Da oben ist wieder so eine Pflanze, an die man sich eigentlich dran festhalten sollte. Wir kommen hier garantiert gleich nicht weiter, weil mir diese Fähigkeit fehlt. Ist hier schon das Ende? Ah ne, wir sind wieder am Anfang, oder was? Nee, wo sind wir denn jetzt? Da oben ist auf jeden Fall noch ein Schalter. Okay, das ist hier jetzt aber alles irgendwie ein bisschen schlecht. Ja, ich glaube, das ist nicht gut, dass ich hier schon bin. Ich vermute mal, wir müssen bei dem Wasser, das gerade runtergeflossen ist, da irgendwie runter. Aber wir holen uns erstmal eine Karte vom Lupo. Dann wissen wir zumindest, wo wir dran sind. Ja, hier, ich habe eine Karte für dich. Willst du sie haben für 150? Ja, danke. Ich bedanke mich, Lupo. Ich bedanke mich. Das muss auch witzig gewesen sein für die Synchronsprecher von Lupo und so. Weil das müssen ja auch irgendwelche Menschen eingesprochen haben. Egal, ich gehe erstmal zurück. Da, wo das Wasser jetzt weg ist, da sollte ja jetzt irgendwas Neues sein, hoffentlich. War das hier? Ja. Okay, also hier runter und dann kriegen wir hier... Oh Gott, hoffentlich die neue Fähigkeit. Ach du Scheiße! Nicht dein Ernst, dass es hier einfach solche Neste gibt von diesen Dingern. Oh, ein Lebensteil. Das nehme ich natürlich gerne mit. Aber die sind kleiner. Die sterben doch bestimmt One-Hit. Na, man braucht trotzdem zwei jetzt für die. Außer wir würden dieses eine Teil ausrüsten, dass wir mehr Schaden zu Flügeldingern machen. Aber brauchen wir hier, glaube ich, nicht. Okay, warte mal. Das muss auf jeden Fall weg. Dieses komische Nest. Wie kommt man da am besten hin? Mit einem Bogen, oder? Ich glaube, das ist das Beste. Kann man den nicht vernichten? Warte. Aber ich kann hier jetzt nicht unendlich oft kämpfen. Oh, dann ist das... Warte, kann man hier aber richtig gut XP farmen, oder? Wenn man einfach die ganze Zeit diese Dinger tötet. Naja, die töten mich wahrscheinlich eher, aber theoretisch... Könnte man hier die ganze... Okay, das bringt gar nichts. Wir müssen hier ganz schnell weg, Leute. Und ich habe keinen Mana mehr. Scheiße. Hey, jetzt komme ich hier die wieder weg. Die werden mich töten, diese Viecher. Wie soll ich denn hier irgendwo hinkommen? Einfach nach rechts oder was? Okay, ja, sieht gut aus. Dann machen wir das erst später. Hier ist zumindest noch ein Schalter. Oh, die kann man in beide Richtungen verschieben. Ach so, so wie man ihn haben will. Oder wie? Ah, der geht nach oben. Und dann müssen wir jetzt ganz schnell sein, damit wir mit dem mitfahren können, oder was? Ich habe keine Ahnung, Leute. Das Teil da oben hat sich auf jeden Fall bewegt. Ach, auf die Dinger darf man auch nicht. Alles klar. Aber eigentlich ist uns das auch egal. Ob er jetzt so oder so ist. Na egal, wir machen es mal auf die normale Weise. So, einmal rumdrehen. Und dann müssen wir jetzt einmal da hoch. Komm, wir nehmen den Schaden mit. Shit. Gehen wir halt den ganz regulären Weg. Links rum. Zack. Und dann nach rechts. Und dann müssen wir uns hier dran festhalten. Und dann warten wir ein paar Sekunden, bis wir oben sind. Da sind XP. Nur für XP mache ich das hier? Ist nicht dein Ernst. Hier gibt es ja wohl bitte noch mehr außer XP. Warte, komm mal her. Danke. Come on. Kann ich das selber kaputt machen? Das ist sehr gut. Aber jetzt sind wir wieder hier. Das hat wirklich nur diese XP gebracht und dass wir jetzt wissen, dass es Neste gibt mit komischen Mücken drin. Na toll, okay. Ob ich das wirklich wissen wollte, ist eine andere Frage. Müssen wir jetzt wahrscheinlich auf die linke Seite, wo wir schon am Anfang waren, aber wo wir eigentlich noch nicht hin sollten. Und da werden wir dann bestimmt die neue Fähigkeit bekommen. Hier oben haben wir noch ein paar XP. Ist auch nicht so schlecht. Genau, und mit den Dingern sollte man dann eigentlich an dieses Moos hier rangehen und dann darüber. Alles klar, habe ich verstanden. Da oben auch noch was, ein Schalter. Da kommen wir aber wirklich nur mit der neuen Fähigkeit ran. Alles klar. Dann schauen wir mal, was wir hier auf der linken Seite haben, die wir noch überhaupt gar nicht gesehen haben. Der komische Laser, das ist mir aber relativ egal, glaube ich. Ich habe auch schon gemerkt, die töten ein... nicht instant. Und hier kriegen wir diese komische Ranzi-Fähigkeit. Dawn! Noch nicht. Mit Feinden, die Uri treffen Schaden zu. Hä? Wieso gibt es hier nur so eine Dorn-Splitter-Kacke? Ich brauche eine Fähigkeit, Leute. Spiel, bitte, gib mir irgendwas Gutes. Was soll ich denn damit? Die Splitter bringen mir halt wirklich gar nichts irgendwie. Wir kommen noch nicht an diese Erfahrungspunkte da links ran. Ja, links. Links, dreh links war richtig. Kannst du bitte nochmal kommen, damit ich wieder ein bisschen Dinge habe? Aber wo krieg ich denn diese Fähigkeit her? Ich bin so verwirrt. Ich kann fliegen, Leute.
Die Stange existiert einfach nicht mehr. Alles klar, whatever. Kannst du hier vielleicht irgendwas kaputt machen? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, Leute. Da, geh du mal weg. Du gibst zumindest schön viele XP. Kann man das hier vielleicht irgendwie kaputt machen? Nö. Okay, also das Wasser sollten wir eigentlich erst später wegmachen, wenn wir hier diese Fähigkeit haben. Die haben wir jetzt halt schon vorher weggemacht. Das heißt, hier links muss es irgendwo... Nee, auch nicht. Hier kämen wir ja auch nicht weiter, normalerweise. Weil ich da links ja gar nicht vorbeikomme. Oder kann man die hier kaputt machen? Nö. Wir haben ja hier auf der linken Seite dieses Portal, wo wir weiter in die Mühle reingehen könnten. Aber wir dürfen da irgendwie noch nicht rein. Weil, warum auch immer. Wahrscheinlich fehlt halt noch irgendwas, dass wir da überhaupt rein dürfen. Also die Tür ist wahrscheinlich zu, so wie ich das sehe. Die muss erst irgendwie aufgemacht werden. Und dafür müssen wir an den Schalter da oben ran. Ah, jetzt sehe ich's. Und hier links waren wir... Sind wir hier links schon weitergegangen? Ah, hier waren wir auch noch nicht. Wir sind wieder zurückgegangen. Okay, aber die Sache ist halt... Hier dürfen wir eigentlich noch gar nicht sein. Das wäre jetzt richtig merkwürdig, wenn man hier diese eine Fähigkeit bekommt. Mit diesem Ranziehen. Weil die müsste ich eigentlich ohne Witz schon vorher bekommen haben. Oder was? Oder wie? Oder wo? Ja, da braucht man auch wieder diese Fähigkeit. Diese blauen Dinger da oben. Hä, doch nicht? Hä, wie hätten wir denn hier normalerweise hinkommen? Ich verstehe gar nichts. Okay, das wird jetzt aber die Ranzi-Fähigkeit sein. Ja, der Wurfhaken. Meine Fresse! Drücke LB in der Nähe von Haken oder blauen Moos, um dich zu ihm zu ziehen. Ist LB nicht, ist auf LB nicht auch irgendwas anderes gewesen? Ach genau, auf LB ist auch... Da oben ist zum Beispiel so ein Ding. Ja genau, das sind diese blauen Pflanzen. Warum sollte ich das bei dir machen? Warte mal. Da hat doch bestimmt irgendeine Bewandtnis. Kann man auf den Baum rauf? Sieht auf jeden Fall... Ja, sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Da oben ist was. Habe ich mir doch fast gedacht. Wenn das hier schon geht, dann wird da garantiert irgendwas sein. Ja gut. Also, jetzt können wir komische Sachen machen. Wie zum Beispiel... Hier war einfach gar nichts. Okay, ich habe nicht gesehen, dass es hier eine Plattform gibt. War da oben nicht irgendwas? Hä, wie soll man denn jetzt... Ich verstehe gar nichts! Da oben! Ah, okay. Das ist aber... Das ist merkwürdig. Hä? Achso, und er zieht sich... Ah, okay. Er zieht sich nur daran, wo man gerade ist. Also, warte mal. Man zieht sich dann nicht so ran wie mit der anderen Fähigkeit, wo man ja einfach irgendwas machen kann, sondern man muss richtig drauf achten, wo sich Ori gerade befindet. Und die andere Richtung... Zieht sie sich dann quasi irgendwo hin. Okay, verstanden. Aber wieso kommt das jetzt erst? Wie hätte man denn hier sonst hinkommen sollen? Das verstehe ich halt wirklich gar nicht. Leute, jetzt ohne Witz. Wie hätte man denn... Okay, hier ist noch normal. Aber wie hätte man denn... zum Beispiel... Weiß ich jetzt auch nicht. Wir gucken gleich nochmal, wie man hier hinkommen sollte. Jedenfalls erstmal die Tür aufmachen, dann können wir endlich auch weitergehen. Wie hätte man hier hochkommen sollen? Das geht doch normal gar nicht. Ohne diesen komischen Sprung. Wenn man hier unten ist... Hier, von hier aus, wie soll man da erstmal nach oben kommen und überhaupt? Ist ja, was ich meine, Leute. Oder kann man, warte mal, kann man hier so eine... Ach, lol, okay, ja, okay, ich bin dumm. Das habe ich halt, damit habe ich gar nicht gedacht, dass man hier natürlich auch einfach so eine nach oben Attacke machen soll. Ah, da kann man hier hoch und dann kann man das Ding da kaputt machen. Ja, das macht natürlich Sinn. Und dann dreht sich hier nämlich alles. Aha, und dann kommt man natürlich überall hoch. Okay. Aber die normale Route ist mir zu langweilig. Mann, ey. Das hat mich halt ultra verwirrt einfach. Okay, nee, dann ist klar. Dann kommt man hier natürlich auch überall hin. Aber das macht das ja alles viel schwerer, hallo? Das ist ja super doof. Ich will bitte, dass sich das doch nicht mehr dreht. Ohne Drehen war das einfacher. Hey, jetzt muss man das ja anpassen und so. Ui. Ein Glück habe ich... Nein, aua. Warte. Ein Glück habe ich meine Fähigkeit. Ui. Warte doch mal. Ich will da einfach nur hoch. Achso, hier war Lupo. Ja, okay, das bringt mir da natürlich auch nichts. Das ist ja dann alles doof hier. Richtig unnötig, ich habe das alles schon gemacht. Gut. Ich glaube, dann haben wir hier alles. Der Brunnenquelle taugt nicht zum Wandern. Bei den ganzen Rumgekreise wird mir ganz schwummerig. Hätte ich das letzte Mal nicht meinen Kompass verloren, wäre ich jetzt auch gar nicht hier. Kannst du mir helfen, ihn zu suchen? Ich meine, ich hätte ihn jenseits dieser Tür da vorne verloren. Klar, ist das eine Nebenquest oder eine richtige Quest? Na gut, wir machen deine Nebenquest, kein Ding. Aber wie soll ich denn hier dran vorbeikommen? Mantok, was machst du so für komische Sachen hier? Ich weiß doch gar nicht, wie ich das alles machen soll. Ich hoffe, das Spiel geht nicht kaputt, wenn ich hier die ganze Zeit so einen Schwachsinn mache.
Okay, das ist ja die einfachste Nebenquest aller Zeiten. Hier ist dein Kompass drin, oder was? Zeig mal her. Wo hast du denn deinen Kompass? Ist der vielleicht da oben? Nein. Okay, ist der dann vielleicht irgendwo anders? Das könnte halt... Oh, da ist ein Muki. Hallo Muki, was hast du noch zu sagen? Das Erkunden des Unbekannten ist gar nicht so einfach, vor allem ohne eine Tasche. Oh, das ist eine sehr große Tasche, die du da hast. Ob ich sie wohl haben durfte? Oh, vielen Dank. Hier, ich gebe dir dafür meinen alten Kräuterbeutel. Der Beutel ist alt, aber die Kräuter sind frisch, so frisch. Ja, da haben wir unsere eine Nebenquest abgeschlossen. Oh, das ist eine weiterführende Nebenquest. Die müssen wir also nochmal irgendjemandem geben, wie es aussieht. Ja, finde jemand, der Kräuter gebrauchen könnte. Okay, wir sind hier Lieferant für alle möglichen Wesen in dieser Welt. Hallo, guck mal, ich habe eine Fähigkeit, um an dir vorbeizukommen. Ist das nicht super toll? Kommt man dort einfach durch, ne? Okay, dann aua. Danke, dass du das kaputt gemacht hast. Das hilft mir doch sehr weiter, glaube ich.